Man kann, liebe Schwestern und Brüder, die Frage zuweilen verstehen, warum wir ein solches Buch lesen wie das Buch, aus dem wir eben die Lesung hörten, das Buch Esra. Vor allen Dingen, wenn man sieht, welche Teile daraus ausgewählt werden. Wir werden jetzt in ganz wenigen Tagen das ganze Buch in Ausschnitten hören. Ist das eigentlich nur eine historische Reminiszenz, eine kleine Erinnerung an die Zeit, als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrt und mit Hilfe der damaligen Machthaber, außerhalb Israels natürlich, den Tempel wieder aufbauen kann, um, wie hier geschildert, das erste Pessachfest zu feiern? Man kann die Frage verstehen von vielen, vielen Christen, die sagen, was gibt uns das, was bringt uns das? Wenn wir auf uns selber gestellt bleiben, dann vermögen wir diese Frage kaum zu beantworten, es sei denn, wir beschränken uns auf historische Einsichten, um die es nie geht, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Die Heilige Schrift muss unser Brot sein, von dem wir uns ernähren. Und wie das geht, lernen wir immer bei den Vätern. Maximus der Bekenner. Was ist für ihn in seinen Schriften etwa wichtig aus dem Propheten oder aus dem Buch Esra? Eine Stelle, die wir nicht hören, die sehr interessant ist. Dieses große Unternehmen, das verständliche Unternehmen, den Tempel wieder aufbauen zu dürfen. Er sagt, auch wir haben das oft, wenn wir einen großen Entschluss fassen. Den Entschluss, etwas für Gott zu tun oder unser ganzes Leben, die ganze Kraft zusammenzunehmen, um etwas für Gott auszurichten. Und dann macht er eine Beobachtung. Wir versuchen, all die Kräfte, all die Eingebungen zu bündeln auf dieses Unternehmen hin. All die Tugenden auszurichten darauf hin. Und er schreibt Folgendes. Die gewöhnlichen Dämonen wirft der Asket vielleicht schneller nieder und entkommt daher leicht dem von ihnen ausgehenden Unheil. Jene jedoch, die zum Lauf der Tugend beizutragen scheinen, gleichsam den Tempel für den Herrn miterrichten zu wollen, denen kommt man kaum auf die Spur. Er bezieht sich hier auf das Buch Esra. Als nämlich den Juden angeboten wird von Assur, wir bauen mit euch, denn eigentlich glauben wir an den gleichen Gott. Das ist kein großer Unterschied. Wir verehren diesen Gott, das ist so ähnlich wie eurer, und wir bauen einfach mit. Die Juden lehnen das damals ab. Wie unfreundlich. Das ist ja gar nicht irgendwie, ist es weder ökumenisch gedacht, noch ist es so gedacht, interreligiös oder so. Warum sind die bloß so stur? Sie sagen nein. Wir müssen bei unserer Sache bleiben. Wir errichten selber, wie es uns Gott aufgetragen hat, das Haus Gottes. Hier kann es, an diesem Punkt kann es keine Kooperation geben. Darauf bezieht sich Maximus der Bekenner und sagt, wir müssen dem auf die Spur kommen, was sich so einschleicht. Komm, wir errichten, wir helfen. Und dann scheint es noch besser zu gehen. Geht ja auch viel schneller. Große Vorsicht ist hier geboten. Gerade wenn etwas zu schlüssig erscheint, muss man das noch einmal genau prüfen. Und da gibt auch das Heilmittel an. Man muss sich sehr tief in das Wort Gottes hinein versenken. Man muss, wenn man so will, ganz fest in dieses Brot hineinbeißen, das das Wort Gottes ist, und es immer wieder kauen. Nicht einfach verschlingen, sondern kauen. Um es wirklich zu verzehren, um es zu genießen und immer wieder, damit wir wirklich das aufschlüsseln, was in diesem Brot steckt und damit wir nicht jenen Einflüsterungen oder Dämonen auf den Leim gehen, für die alles so glatt ist, alles fügt sich so wunderbar zusammen. An diesem Punkt ist Vorsicht geboten. Und wir lernen zugleich, wie wir auch solche entlegenen Stellen der Heiligen Schrift für uns fruchtbar machen können. Wie wir sie aufschließen.
Wir sollten einfach immer öfter in die Schule dieser traditionellen Auslegung gehen, damit wir uns nicht auf historische Einsichten beschränken.